Die Schicksalsquelle. Nicht einmal ich kenne all deine Geheimnisse. Der Sonnenstein wurde bewegt. Der Lichtpfad hat sich verschoben. Diese Höhlen reichen tief. Niethoek und seine Schlangen waren fleißig. Harvey, Loki sagte, du wärst hier. Er erzählte mir von der Bitte des Baumeisters. Sein Angebot besorgt mich sehr. Warum wurde der Durchgang geschlossen? Ist jemand kürzlich hier gewesen? Hörst du mich, Harvey? Dieser Baumeister ist uns völlig fremd. Wir kennen seine Absichten nicht. Ich bin der König Asgards Tür. Zweifle nicht an meiner Absicht, es zu schützen. Beruhig dich doch. Was bedrückt dich? Die Nornir sagten, ich würde bei der Ragnarök sterben. Sie beschrieben mir mein Dahinscheiden. Fast alle von uns werden in der letzten Schlacht fallen, das wissen wir. Doch wird es ein guter Tod sein. Und wir werden in glorreichen Geschichten weiterleben. In den kommenden Tagen brauche ich deine Stärke. Um mich zu erden, um mich zu fordern, um mich vom Abgrund zurückzuziehen, wenn ich taumle. Das werde ich, solange mich ein Atem erfüllt. Und so muss ich dich warnen. Wandle mit Vorsicht an diesem Ort. Was hier geschieht, kann in allen neuen Welten Wellen schlagen. Die Quelle ist versiegelt. Jemand ist bemüht, mich fernzuhalten. Vielleicht ist es als Warnung gedacht. Ich nehme es als Herausforderung. In meiner Erinnerung war es hier heller. Diese Sonnensteine sollen das Licht lenken, aber der Pfad wurde verändert. Du hast das schon mal gemacht, Harvey. Ein oder zweimal. Ich bezweifle, dass die Nornir unseren Besuch gutheißen. Die Neugierigen sind hier nicht willkommen. Wir werden längst fort sein, bevor sie uns bemerken. Da das Licht geteilt ist, müssen die Strahlen ihr Ziel finden. Yeah.
Das Licht trifft auf sein Ziel. Der Stein wird beleuchtet. Die Quelle steht uns offen. Ich gehe vor. Nimm, was du brauchst und beeile dich. Wir sollten hier nicht verweilen. Unvorsichtiger Welpe, du solltest nicht hier sein. Wo bist du? Ich kann keinem Wolf trauen, der lebt. Harvey, nein! Geh aus dem Weg, Tyr! Ich dulde keine Wölfe in Asgard. Dies ist ein heiliger Ort. Töten ist hier verboten. Das weißt du, Harvey. Bist du von Sinnen? Du verhältst dich, als wärst du vom Geist eines anderen besessen. Die Nornir warnten mich. Ein Wolf wird bei Ragnarök mein Ende sein. Willst du jeden Wolf in den Neuen Reichen erschlagen, um diesem Schicksal zu entgehen? Lächerlich. Nimm dieses Tier und sperr es ein. Dasselbe täte ich mit jedem Wolf und Hund in Asgard, wenn ich könnte. Um deine Sorgen zu zerstreuen, erfülle ich deinen Wunsch. Der anstehende Krieg bedarf deiner vollen Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Mutgeber, für deine ruhige Hand. Wer
so tief hinabsteigt, kommt nie mehr nach oben. Dann bleibt uns nur der Weg nach unten. Loki? Du hast die Quelle betreten, nicht wahr? Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ich habe ein Gefäß mit heiligem Wasser, ja. Bereitet der Baumeister seine Vorführung vor? Wie sah die Quelle aus? Friedlich? Ruhig? Still? Worauf willst du hinaus, Loki? Was meinst du? Ich bin nur neugierig. Die Quelle ist ein wundersamer Ort, den ich gern selbst einmal sehen würde. Ein Wolfsjunges war bei uns, das unerlaubt heiligen Boden betreten hatte. Tyr kümmerte sich darum. Er kümmerte sich? Ist er tot? Der Wolf lebt, doch Tyr wird das Tier in seiner Halle einsperren. Kein Wolf in Asgard soll frei sein. Ach ja, gut. Eine weise Entscheidung, Harvey. Ich wollte ihn töten, doch Tyr hielt mich ab. Tyr ist vernünftig und er fährt gut damit. Du solltest öfter auf ihn hören. Und nun sage mir, wo ist der Baumeister? Unweit von hier auf einer Wiese. Dein Rabe findet den Weg.